Bevor wir jetzt Carmen hören habe ich noch das und sehen, habe ich das Vergnügen, Ihnen die Choreografin Monica Delgadillo vorzustellen. Monica, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und vielleicht kann ich dir zwei Fragen stellen. Was motiviert dich eigentlich, mit Kindern zu arbeiten, eine solche Aufführung zu erarbeiten für einige Wochen? Harte Arbeit, jeden Tag, viele Stunden. Und dann ist es vorbei und du gehst irgendwo anders hin und nimmst eine andere Gruppe von Kindern auf einen anderen Platz auf der Erde und fängst von vorne an. Es motiviert mich einfach mein Glaube, also ich glaube an den Tanz, ich glaube auf die positive, verändernde Kraft von Tanz. Ich glaube, dass durch die Teilnahme an so einem Projekt das Leben von den Kindern sich verändern kann, es kann einen neuen Weg gehen. Durch diese Projekte haben alle die Möglichkeit auch teilzunehmen, unabhängig von Talent, von Erfahrung, von der Herkunft. Es sind alle gleich. Und ich glaube, das wäre ein gutes Beispiel, wie wir in dieser Gesellschaft leben könnten, dass wir alle gemeinsam miteinander und nicht nebeneinander leben. Und das war so ein schöner Satz, da würde ich nichts hinzufügen, einfach mich jetzt freuen auf die schöne Aufführung. Vielen Dank für deine Arbeit und jetzt toi 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 für euch alle. Vielen Dank für die Einladung. Thank you.
Musik.